In Unterhaching sind sie gerade mega froh, dass sie zum Landkreis München gehören und nicht zur Stadt. Denn da ist der Covid-19-Inzidenzwert sehr gering und deswegen durften über 1000 Fans nach über 7,5 Monaten endlich mal wieder in den Sportpark Unterhaching. Ari van Lent und Thorsten Frings, die kennen sich schon über 20 Jahre, Ende der 90er sogar erste Bundesliga mit Bremen gespielt. Die Meppener in den weißen Trikots kamen mit einem 1:2 gegen Verl im Rücken in dieses Spiel. Dementsprechend motiviert waren sie in der Anfangsphase und sie schlugen auch direkt mal zu. 14. Spielminute. Der Auswärtstreffer durch Hilal El Helve. Er traf auch schon in der Vorwoche sein zweites Tor. Amin mit einer schönen Flanke. Dann kommt die Bogenlampe. Piosik reagiert schnell und El Helve finisht. Die Hachinger sagen, ey, das ist doch Abseits. Aber hier sehen wir in der Wiederholung rechts am Bildrand hebt Markus Schwabel dieses wohl auf. Es war wohl gleiche Höhe. Die Hachinger zeigten sich aber nicht geschockt. Nur 5 Minuten später, Schwabel viel Zeit zum Flanken und da ist Patrick Hasenhüttl. Sein erster Treffer für den neuen Arbeitgeber, der Neuzugang von Türkgücü München. Der hat hier so viel Platz im Zentrum, weil Puttkamer nicht vor den Gegenspieler kommt. Und Schwabel, wenn du so viel Zeit zum Flanken hast, dann findest du einen Mitspieler. Das war der Startschuss für die Spielvereinigung. Jetzt wurde es quirlig, jetzt wurde es schnell und jetzt wurde es richtig schön anzusehen. Gut 20 Minuten gespielt, Hufnagel nach Doppelpass mit Marseilla. Und dieser Außenspieler Luca Marseilla, der belebte die Offensive von Unterhaching immer wieder im ersten Durchgang. Hier das nächste Beispiel, Heinrich mit der Abschlusschance. Haching hätte im ersten Durchgang mehr rausholen können als ein 1:1. Das war aber der Pausenstand. Und wer immer sagt, in der dritten Liga, da geht's nur hart auf hart, der schaut sich mal das hier an. Hacke, Spitze, 1-2-3. Wunderschön anzusehen. Im zweiten Durchgang dann Meppen mit mehr Spielanteilen. Endlich mal eine Druckphase vom SVM. Amin. Und da kommt Rama. Der hat ein schönes Flänkchen im Fuß. Dombrovka passt nicht richtig auf, aber dafür wird Mantel zum Monster. Mantel lässt Christoph Hemlein verzweifeln. Warum? Das sehen wir gleich. Hier nochmal der Schuss von Piosek. Da ist der Nachwuchsgoalie schon richtig stark unterwegs. Aber was er danach macht, aus der Distanz, Chapeau. Es war jetzt eine gute Stunde gespielt und Meppen hätte sich eigentlich belohnen müssen. Rama mit einem super temperierten Pass auf Piosik. Der schaut in die Mitte, da ist keiner. Dann muss ich es halt selber machen. Winkel zu spitz, kein weiterer Treffer für die Emsländer. Und dann kam eben Haching nochmal auf den Plan. 72. Spielminute. Der junge Niklas Ansbach erst in seinem dritten Profi-Einsatz überhaupt für die Spielvereinigung. Und den musst du erstmal so machen. Tolle Kombination. Markus Schwabel mit der Hacke. Eine Aktion mit Seltenheitscharakter. Und dann der Ansbach. Der ist unterwegs und kein Weißer kommt. Und dann sagt er sich, komm, dann versuche ich es doch mal. Und der ist so gut platziert. Keine Abwehrchance für Luca Plogmann. Das 2:1 für die Spielvereinigung. In der Folge brach Meppen dann so ein bisschen weg. Sie hatten nicht mehr viel zur Wehr zu setzen. Haching mit einer weiteren Chance über Heinrich. Der nutzt diese nicht, macht aber nichts. Denn am Ende steht der dritte Sieg in Folge für die Spielvereinigung. Und beim SVM sieht vor allem der Cheftrainer noch deutliches Entwicklungspotenzial. Da fehlt uns einfach die Kaltschnäuzigkeit, auch das zweite Tor zu machen. Bei diesen, ja, das sind ja mehrere hundertprozentige Torchancen, die wir da hatten. Und da machen wir das Tor nicht. Verlieren dann über links den Ball, weil wir kombinieren wollen, statt vielleicht einfach mal den Ball auch mal rauszuhauen. Und ja, ist bittere Niederlage, aber nützt ja nichts. Wir müssen weitermachen. Vor allem in der ersten Halbzeit auch sehr viele Chancen rausgespielt. Da müssen wir eigentlich schon früher das 2:1 machen. Aber ja, ist jetzt egal, Hauptsache wir haben gewonnen. Und so bleibt es beim SVM bei einem Sieg nach 4 Spieltagen. Und die Haringer, die stürmen nach oben. 2. Tabellenplatz, das aktuelle Bild nach 4 Spieltagen. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.